Mein Herz wird von des Himmels Stille heut umfangen. Wir hören zusammen. Vater, wie still es heute ist. Wie leise finden alle Dinge ihren Platz. Dies ist der Tag, der als der Zeitpunkt ausgewählt ward, an dem ich endlich die Lektion verstehe, dass keine Notwendigkeit besteht, dass ich irgendetwas tue. In dir ist jede Wahl bereits getroffen. In dir ist jeglicher Konflikt gelöst. In dir ist alles, was ich zu finden hoffe, mir bereits gegeben. Dein Frieden ist der meine. Mein Herz ist still und mein Geist ist ruhig. Deine Liebe ist der Himmel und deine Liebe ist die meine. Die Stille heute wird uns Hoffnung geben, dass wir den Weg gefunden haben und weit darauf gereist sind, zu einem gänzlich sicheren Ziel. Heute wollen wir das Ende nicht in Zweifel ziehen, das Gott selber uns versprach. Wir vertrauen in ihn und in unser Selbst, das nach wie vor eins mit ihm ist. Und wir können hier wirklich einfach nur das annehmen, was hier steht. Hiervon ist keine Interpretation möglich. Es ist keine Interpretation möglich von dem, was dich aus den Gedanken rauszieht, aus allen Interpretationen und Analysen herauszieht, aus dem Denken der Welt herauszieht und sagt, du bist mein, du gehörst in die himmlischen Gedanken, du bist himmlischer Gedanke. Und du unterstehst nicht den weltlichen Gesetzen. Du unterstehst nicht den weltlichen Gesetzen von die Dinge in Ordnung bringen. Du unterstehst nicht den weltlichen Gesetzen von Begrenzung. Du unterstehst einzig den Gesetzen der Freiheit, der Liebe, des Himmels, der Wahrheit. Dein Herz wird von des Himmels Stille heut umfangen. Und in dieser offenen Kommunikation deines Seins kannst du auf alle Dinge schauen, von denen du dachtest, dass sie deine Aufmerksamkeit brauchen. Und sehen, dass es nur eine bedeutungslose Überzeugung war. Jeder Moment, den du mit diesem Gedanken verbringst, jedes Mal, wenn du diesen Gedanken in dir wiederholst und hochhältst, stärkst du deine Ausrichtung und lädst die Erfahrung, die hinter diesem Satz steht ein, sich häuslich in dir niederzulassen, dich zu Hause zu fühlen, dass du dich zu Hause fühlst, in dir selbst, in deinem wahren Selbst. Mein Herz ist still und mein Geist ist ruhig. Deine Liebe ist der Himmel und deine Liebe ist die meine. Und hier wollen wir gar nichts weiter als einfach diesen jetzigen Moment mit unserem Vater verbringen. Und uns die um uns sammeln, die er liebt. Und das ist jeder. Und wir sind hier zusammen. Wir sind hier in dem einen Moment, der alle Zeit ist. Der eine Moment, in dem alle Schöpfung
lebt, echt ist, frei von Vergangenheit und Zukunft. Und in einem echten Augenblick, in einen echten Augenblick gehst von Kommunikation. In eine wirkliche Hingabe. Und Hingabe, was gibst du denn hin? Hingabe von allen Überzeugungen, dass weltliche Gesetze dich bestimmen, dass Zeit dich bestimmt und definiert, dass dein Partner dich definiert und bestimmt, dass deine Kinder dich bestimmen und definieren, dass Finanzen, Geld, Einkommen, Kosten, Einnahmen, Steuern, das Wetter, der Körper, Schmerzen, körperliche Bedürfnisse dich bestimmen, Moral dich bestimmt, Psychologie dich bestimmt, Konditionierung dich bestimmt. Und der erste Wundergrundsatz, der brennt hier einfach durch alles durch und zeigt, dass nichts davon von Gott überhaupt bekannt ist. Und so kennt niemand in Wahrheit das, was ich glaube, mir ausgedacht zu haben. Und das sind so gute Neuigkeiten, das sind so gute Botschaften, weil die Dinge, die wir versuchten in Zeit zu erreichen, das Glück, das wir versuchten, durch jede Menge Ideen, durch jede Menge Versuche, jede Menge Situationen, Personen zu erreichen, dass das jetzt schon da ist, ohne dass das Außen uns das geben kann. Ja, du kannst es dir erlauben, großzügig an der Welt vorbeizugehen. Du kannst es dir erlauben, großzügig den Schmerz als bedeutungslos zu sehen, die Krankheit als bedeutungslos zu sehen. Niemand zwingt dich, der Krankheit Bedeutung zu geben. Du brauchst deinen Fehlschöpfungen gegenüber nicht loyal zu sein. Deine Loyalität macht Fehlschöpfung nicht wahr. Deine Loyalität macht den Schmerz nicht wahr. Gott hat dich als wahr erschaffen und dein Sein ist der Wirklichkeitstest aller Dinge. Ist der Schmerz so real wie du? Ist der Mangel so real wie du? Geht der Mangel in alle Bereiche deines Seins? Beweist der Tod, beweist die Krankheit, dass du bist. Oder kennt die Krankheit und der Tod dich gar nicht? Wenn der Tod blind ist, gibt es ihn nicht. Wenn der Himmel wahr ist, erinnert er sich jetzt selbst in dir daran, was er ist. Und hört der Himmel jetzt, dass er es ist, der zu sich selbst erwacht. Mein Herz wird von des Himmels Stille heute umfangen. Wie leise finden alle Dinge ihren Platz. Gottes Segen dir in allem.